Ja, sehr geehrter Herr Vizepräsident, liebe Kollegen Abgeordnete. Wer von Ihnen hat in den letzten Jahren nachhaltig gehandelt und in eine Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung auf dem eigenen Hausdach oder anderen Dachflächen investiert? Immerhin, sehr gut. Das finde ich vorbildlich. Herzlichen Glückwunsch dazu. Aber haben Sie auch schon mal über die Frage nachgedacht oder sich damit beschäftigt, was aus Ihrer Photovoltaikanlage wird nach Auslaufen der EEG-Förderung nach 20 Jahren, dann ist es ja bald soweit. Alle, Sie wollen mit Sicherheit Ihre Anlage danach weiter betreiben und nicht abreißen, solange sie noch Strom produziert. Dann müssen Sie aber wissen, dass die dafür vorgesehenen Regelungen jetzt wie folgt aussehen. Der am 23.09.20 durch das Bundeskabinett geschlossene Gesetzentwurf zur Änderung der EEG enthält Regelungen zu ausgeförderten Photovoltaikanlagen, die dazu führen, dass noch funktionierende Anlagen allein aufgrund unnötiger bürokratischer Hürden oder unverhältnismäßig hoher Zusatzkosten entweder abgebaut oder zumindest nicht mehr weiterbetrieben werden können, auch von Ihnen nicht mehr. Insbesondere wird in dem Gesetzentwurf keine tatsächliche Auffanglösung für nach 20 Jahren aus der EEG-Förderung herausfallende, sogenannte ausgeförderte Kleinanlagen geschaffen. So soll eine Eigenversorgung nur dann möglich sein, also durch diese Anlagen auf Ihrem Dach, wenn die Anlage mit einem intelligenten Messsystem nach dem Messstellenbetriebsgesetz ausgestattet ist. Und das, obwohl jeder Eigentümer doch davon ausgeht, dass er seine Anlagen natürlich in erster Linie zur Eigenversorgung weiter nutzen kann. Wie Sie sehen, sind das nicht gerade Regelungen, die einer weiteren Gestaltung der Energiewende dienlich sind. So werden vorhandene Kapazitäten im Bereich der erneuerbaren Energien nicht erhalten und vielfach getätigte Investitionen nicht optimal genutzt. Können wir uns das leisten? Wo doch alle Energieexperten sagen, dass mit den erneuerbaren Energie erzeugte Strom niemals auch nur ansatzweise reichen wird, werden alle Sektoren, über die wir auch im Rahmen der Wasserstoffstrategie gesprochen haben, Verkehr, Wasser-, Wärmeversorgung, Industrie, mittel- bis langfristig auf Wasserstoff umgestellt werden sollen und damit viel mehr elektrische Energie erforderlich ist, als bisher und auch zukünftig mit erneuerbaren Energien erzeugt werden kann. Da diese Verpflichtung zu intelligenten Messsystemen, die ich eben ansprach, vor dem Hintergrund des beschränkten Nutzens der hohen Kosten der Klein- und Kleinstanlagen als unverhältnismäßig anzusehen ist, sollte sie erst ab einer installierten Leistung von 14 Kilowatt bestehen. Darüber hinaus sollten die Möglichkeiten zur umlagebefreiten Eigenversorgung, die sich jeder Eigentümer der PV-Anlage vorstellt, wesentlich erweitert werden, indem die EEG-Umlage zumindest bei der Eigenversorgung aus der eigenen Stromerzeugungsanlage mit einer installierten Leistung von bis zu 30 kW ausnahmslos entfällt. Und damit auch übrigens ganz am Rande gesehen, und das scheint die Bundesregierung noch nicht so ganz hinbekommen zu haben mit dem Entwurf, die Vorgaben der Neufassung der Erneuerbaren Energierichtlinie RED II der EU erfüllt werden. Diese beiden letzten Punkte machen den Kern unseres Antrags aus, der somit eine vernünftige Lösung im Umgang mit und damit für einen weiteren Betrieb dieser ausgeförderten Klein- und Kleinstanlagen darstellt. Lassen Sie uns also eine solche Lösung mit gesundem Menschenverstand im Bundesrat gemeinsam auf den Weg bringen. Dankeschön.